Herzlich willkommen beim Ars Electronica Esero Webcast. Ich freue mich heute über das größte Auge der Welt, das Extremely Large Telescope der ESO, zu berichten. Das ELT, wie es heißt, wird das weltweit größte Teleskop auf der Erde sein. Und die Europäische Südsternwarte baut dieses Teleskop schon seit einigen Jahren. Ja, die ESO gibt es schon seit über 60 Jahren und der Weg dorthin ist gezeichnet von Pionierzeiten über den Aufbau der Expertise in den 80er Jahren bis hin zum Bau des VLT, des Very Large Telescopes, ALMA, dem großen Verbund an Radioteleskopen in Chile und ja, jetzt das ELT, der krönende Abschluss. Das Teleskop ist aber erst im Bau und wird vermutlich im Jahr 2028 fertiggestellt werden und mit dem ersten Licht und Bilder aus dem Universum liefern. Wir wollen Ihnen heute ein bisschen einen Überblick geben über den Stand dieses Teleskops und auch, was Österreich dazu beiträgt. Das ELT, das größte erdgebundene infrarot-optische astronomische Teleskop. Es ist aber nicht ganz allein auf weiter Flur. Es hat einige Geschwister, die vorwiegend von amerikanischen Institutionen gebaut und betrieben werden. Denn auch diese Teleskope sind noch nicht alle fertiggestellt. Aber wenn wir uns das ELT, dieses Extremely Large Teleskop, ansehen, dann sehen wir schon hier auf diesen Bildern, dass es das größte seiner Klasse werden wird. Wenn wir noch ein bisschen genauer hinblicken, ja, dann erkennen wir den Teleskopspiegel im Vergleich und das Extremely Large Teleskop wird einen Spiegel von über 39 Metern im Durchmesser besitzen. Und hier im Vergleich zum 30mm Telescope, auch zum Giant Magellan Teleskop, es wird das größte erdgebundene optische Teleskop der Welt sein. Es ist wirklich eine Spitzenklasse seiner selbst. Und diese Teleskopspiegel können natürlich nicht mehr als ein einzelner Spiegel geformt und gegossen werden, sondern in einer Form von ganz, ganz vielen Einzelsegmenten. Ja, wo wird dieses Teleskop zu finden sein? Wo wird es gerade gebaut? Wie alle anderen Teleskope und Observatorien der ESO ist auch dieses Teleskop in Chile beheimatet. Und zwar nicht irgendwo in Chile, sondern im Norden von Chile in der berühmten Atacama-Wüste. Dieses Teleskop wird in der Nähe des schon jetzt in Betrieb befindlichen Paranal-Observatoriums sich befinden. Das Paranal-Observatorium mit seinem Very Large Telescope ist ja berühmt und hat auch schon ganz, ganz viele Entdeckungen im Universum uns gebracht, bis hin zu mehreren Nobelpreisen, muss man sagen. Also Cerro Amazonas, dort wird das Teleskop stationiert sein, ist nur wenige Kilometer von dem VLT-Observatorium eben entfernt. Die Atacama-Wüste ist eine der besten Landschaften für astronomische Optik und für Astronomie, denn es ist dort ganz, ganz trocken, über 350 klare Nächte im Jahr. Also der ideale Standpunkt, um Astronomie, um professionelle Astronomie zu betreiben. Der Baubeginn des Teleskops war im Jahr 2018. Der Berg musste dafür oben eingeebnet werden und dann ging es langsam los mit einer kleinen Verzögerung, natürlich durch die Corona-Pandemie. Letztes Jahr hatten wir im Jahr 2023 Halbzeit beim Bau und das Teleskop wächst wirklich schon in die Höhe. In dem Falle eigentlich erst die Kuppel und zu Beginn dieses Jahres im Jahr 2024 ist die Kuppel schon wirklich im Entstehen und bald wird auch diese zum Abschluss kommen. In der Zukunft wird das Teleskop, wie gesagt, dann ab 2028 etwa sogenanntes First Light sehen. Was meinen wir damit? Unter First Light ist gemeint, dass das Teleskop zum ersten Mal an den Himmel blickt und mit dem Teleskop wissenschaftliche Daten, erstmals Testdaten, aufgenommen werden. Und auf das ist natürlich immer ein ganz, ganz, ganz besonderer Moment, wenn so ein neu gebautes Teleskop dann die ersten Photonen aus dem Weltraum analysiert und in seine Instrumente bringt.
Hier vielleicht ein kurzer Steckbrief zu diesem Teleskop der Superlative. Das Teleskop wird im optischen und im Nahinfrarot betrieben, einen hemisphärischen Dom besitzen und das Hauptmerkmal, wenn man so will, ist dieser über 39 Meter messende Durchmesser, messende Hauptspiegel. Man muss sich das vorstellen, dass es fast eine Lichtsammelfläche von 1000 Quadratmetern knapp hat. Und im Vergleich zu unserem Auge ein Lichtsammelvermögen, das über 100 Millionen Mal mehr Licht sammelt. Ja, das ist schon sehr beeindruckend. Das Gesichtsfeld hingegen, also das, was das Teleskop am Himmel als Ausschnitt sieht, das ist natürlich klein. Das sind etwa 10 Bogenminuten. Das ist nur ein Drittel des Vollmondes. Also es ist nur ein ganz ein kleiner Bereich, den das Teleskop mit einem Blick, wenn man sozusagen will, erreicht. Das Teleskop wird eben auf Cerro Amazonas in Chile zu finden sein, auf einem Berg mit über 3000 Metern Seehöhe. Und dann 28 das erste Licht uns eben bringen. Wir müssen so ein Teleskop, obwohl es dort fast immer schön ist, trotzdem in eine Kuppel bauen. Denn es kann natürlich sein, dass es selten aber doch einmal regnet, aber dass es aber natürlich auch Wind gibt und all das würde so ein großes Teleskop beeinträchtigen. Auch Tag und Nacht gibt es große Schwankungen, deswegen muss dieses Teleskop in einer Kuppel eingepackt, wenn man sozusagen will, sein. Ja, diese Kuppel ist extrem groß mit über 80 Metern Höhe, Durchmesser 88 Metern und eine Masse von über 6000 Tonnen, das muss man sich mal vorstellen. Diese Kuppel muss ventiliert werden, sie muss Wind und Wasser sicher sein und ganz Besonderes natürlich auch in Chile. Und das war eine große Herausforderung beim Bau, auch erdbebensicher, denn Chile ist ein bekanntes Erdbebengebiet. Vielleicht hier ein kleiner Größenvergleich zwischen dem Teleskop und unserem Stephansdom in Wien. Kann man sich das etwa vorstellen? Stephansdom natürlich schlank und rank, aber das Teleskop geht also hier fast bis zur Türmerstube hinauf und würde gerade eben, wenn man den ganzen Stephansdom nicht mehr auf dem heutigen Platz, würde das Teleskop vielleicht noch auf den ganzen Platz passen. Aber man hat so ein bisschen ein Gefühl, wie gigantisch groß dieses Teleskop ist. Die Hauptstruktur dieses Teleskops ist natürlich eine sehr komplizierte mechanische Struktur, die auch aus einem Zentralturm besteht, aus einer Höhenstruktur, Azimutstruktur. Das ganze Teleskop muss sich im Azimut und in der Höhe natürlich drehen können. Auch wieder eine Masse von über 3700 Tonnen, also eine wirklich gigantische Brückenkonstruktion eigentlich, die sich bewegen kann. Und wenn wir jetzt ein bisschen uns dem Spiegel nähern, natürlich das Allerwichtigste oder eine der allerwichtigsten Elemente, denn ohne den Spiegel wird natürlich kein Licht gesammelt. Desto größer der Spiegel, desto mehr Licht kann man sammeln, desto mehr Photonen fallen nicht in den Wüstensand, sondern eben in unsere Instrumente. Und desto mehr Licht wir sammeln, desto mehr können wir über den Kosmos in Erfahrung bringen. Dieser Spiegel ist segmentiert. Und das Spiegeldesign ist sehr komplex. Es ist ein gefaltetes Spiegeldesign von 5 Spiegeln, die das Licht sukzessive hin und her spiegeln, um am Schluss das Licht in die Instrumente zu bringen. Und dieses kleine Video zeigt uns diesen Weg des Lichts ins Teleskop vom M1-Spiegel über den M2, M3, M4 bis M5 und diese Abkürzung, wie gesagt, M heißt immer Mirror, also der Hauptspiegel ist M1, der Sekundärspiegel ist M2, der Tertiärspiegel M3, der Quartärspiegel M4 und dann der Quintärspiegel sozusagen M5. Jeder Spiegel hat eine unterschiedliche Aufgabe und bei so einem großen Teleskop kann man sich vorstellen, ja, es ist extrem komplex, ja, dieses Zusammenspiel der Spiegel zu gestalten. Denn so ein Teleskop muss sowohl eine aktive wie auch eine adaptive Optik besitzen. Zu dem werden wir heute noch kommen. Der Hauptspiegel, der M1, besitzt ganz, ganz viele einzelne Segmente. Fast 800 Einzelsegmente, die sechseckig sind und zusammengesetzt werden. Und selbst ein so einzelnes Segment hat 250 Kilogramm in etwa und das Material ist Cerrodur. Cerrodur ist eine Glaskeramik, die sich ja bei Temperaturänderungen so gut wie nicht ausdehnt.
Das ist natürlich auch erforderlich bei so einem großen Teleskop, weil man muss sich vorstellen, wenn ich die ganz eng zusammenbaue und die würden sich ausdehnen, ja, dann würde sich das natürlich verklemmen und das kann natürlich hier nicht, das darf natürlich hier in keinstem Falle eben passieren. Eine ganz besondere Glaskeramik, die auch schon bei den Teleskopen des Very Large Telescopes verwendet wurde. Diese Spiegel werden alle aktiv unterstützt und das nennen wir die sogenannte aktive Optik. Die Spiegel sind aktiv gelagert auf verschiedensten Unterstützungspunkten, auf über 2500 Positionsreglern mit Sensoren versehen. Und die Frequenz ist nicht so hoch hier, aber sie wird eben verwendet, um eine optimale Form der Wellenfront jetzt hier für das einmal für die Einordnung des Teleskops zu finden. Und das kann man sich vorstellen, in diesem Bild sieht man eben, was sich hinter diesem Spiegel in der Struktur, in der technischen Struktur abspielt. Der Hauptspiegel, der jetzt für die sogenannte adaptive Optik zuständig ist, ist nicht der zweite und auch nicht der dritte, sondern der vierte Spiegel. Der vierte Spiegel ist ein ganz besonderer Spiegel. Er ist ein technologisches Meisterwerk. 2,4 Meter noch immer im Durchmesser, aber ein ganz flacher Spiegel, ein ganz dünner Spiegel, der mit einer ganz hohen Frequenz beweglich ist. Und dieser Spiegel wird für die sogenannte adaptive Optik, für die Regulierung der adaptiven Optik zuständig sein. Und da haben wir einen Experten eingeladen, da freue ich mich ganz besonders, Andreas Obereder hier bei mir zu begrüßen. Servus Andreas. Hallo Peter, grüß dich. Andreas ist von der Johannes Kepler Universität in Linz und von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und ihr arbeitet ja ganz intensiv an der mathematischen Programmierung für die adaptive Optik mit und ich freue mich ganz besonders, dass du uns jetzt etwas darüber erzählen wirst. Gerne, danke Peter. Ich darf Ihnen jetzt das Prinzip der adaptiven Optik erklären. Adaptive Optik ist in jedem Großteleskop notwendig, um die gewünschte Bildqualität auch zu erreichen. Sie haben sicher schon einmal im Sommer über eine heiße Asphaltfläche geblickt. Die Luft flimmert, das Bild, das Sie hinter dieser heißen Luftschicht sehen, flimmert wie bei einer Fata Morgana. Das Gleiche passiert auch, wenn das Licht, das sich von einem Stern oder einer entfernten Galaxie durch den Weltraum bewegt, auf unsere Erdatmosphäre auftrifft. Auf den letzten Metern zum Riesenteleskop werden die Lichtwellen verzerrt und treffen verzerrt, sozusagen flimmernd, auf der Kamera des Teleskops auf. Die Bildqualität ist nicht die, die wir uns erhoffen oder erwarten dürfen. Sie sehen hier die verzerrte Wellenfront, und ich werde kurz den Durchlauf des Lichts durch das Teleskop durchgehen. Diese verzerrte Wellenfront trifft dann auf diesen deformierbaren Spiegel, den M4, den Peter vorher vorgestellt hat, und läuft dann weiter auf eine hochauflösende Kamera, die je nach Verwendungszweck das gewünschte wissenschaftliche Resultat aufzeichnet. Was ist jetzt der adaptive Optikteil? Ein Strahlteiler trennt bestimmte Wellenlängen des Lichts von der wissenschaftlich zu beobachtenden Lichtmenge ab und schickt sie an einen Wellenfrontsensor, der Eigenschaften dieser verzerrten Wellenfront misst. Wir konstruieren mit unseren Algorithmen dann die Form der Wellenfront und der deformierbare Spiegel korrigiert genauso, dass die vorher verzerrte Wellenfront nach der Reflexion wieder gerade ist und wir unsere gewünschte Bildqualität erreichen. Etwas anschaulicher vielleicht hierzu ein kurzes Video. Das Licht wird von einem Stern ausgesendet, läuft durch gerade Wellen und im letzten Teil, dem Durchlauf der Erdatmosphäre, wird es verzerrt. Rechts oben, so soll es aussehen, so würde es aussehen ohne Erdatmosphäre. Rechts unten, das, was wir sehen, nicht so befriedigend. Jetzt greift die adaptive Optik. Wir messen Eigenschaften der Welle, berechnen bis zu 1000 Mal pro Sekunde die Änderungen dieser Wellenfront, schicken entsprechende Kontroll- und Steuerkommandos an den deformierbaren Spiegel und die reflektierte Welle ist wieder gerade
Was die Wissenschaftskamera dann sieht, ist ein schönes Bild des Objekts, das wir beobachten. Nochmals anschaulicher, wie würde es aussehen, wenn ich einen Einzelstern beobachte? Wenn ich nichts korrigiere, sehe ich ein Bild wie hier auf der linken Seite. Sie werden keinen Stern erkennen, sondern nur das Flimmern der Lichtwellen, die durch die Atmosphäre durchgehen. Wenn ich jetzt mein adaptives Optiksystem einschalte, der Wellenfrontsensor beginnt zu messen, er korrigiert und Magic. Das Bild wird wunderschön, das, was wir beobachten wollen. Wenn ich das Adaptive Optiksystem wieder ausschalte, sehe ich wieder den Effekt der Atmosphäre. Wenn ich es wieder aktiviere, haben wir wieder das gewünschte Bild. Was Sie jetzt auf der rechten Seite dieser Folie sehen, ist der VLT-Cluster mit den 4 Großteleskopen der 8-Meter-Klasse und diese orangen Streifen, die vom Teleskop in den Himmel aufsteigen. Was ist das? Wenn ich ein Objekt beobachte, das nicht hell ist, dann schickt dieses Objekt zu wenig Photonen, zu wenig Licht an meinen Wellenfrontsensor, um daraus eine stabile Messung zu ermöglichen. Wie helfen wir uns? Wir schicken Laser in die Erdatmosphäre, konkret zum Sodiumlayer auf 90 Kilometer Höhe. Der Sodiumlayer wird angeregt und erzeugt Licht, das dann als künstlicher Leitstern am Himmel erscheint. Und manche adaptive Optiksysteme verwenden diese Leitsterne, um auch sehr dunkle Objekte beobachten zu können. Es gibt verschiedene Arten dieser adaptiven Optiksysteme, die ich jetzt kurz durchgehen möchte mit Ihnen. Wir haben hier in Rot die Single Conjugate Adaptive Optiksysteme, das heißt ein Stern, den ich sowohl für die Messung der Wellenfrontkorrektur benutze, als auch zur Beobachtung. Das heißt, der Stern, den ich ansehe, dient mir auch zur Korrektur der Wellenfront. Dann haben wir noch die LTAO-Systeme, Laser Tomography Adaptive Optics. Ich habe ein eher dunkles Objekt in der Bildmitte und ich erzeuge künstliche Leitsterne rund um dieses dunkle Objekt. Die Leitsterne helfen mir, die gewünschte Bildqualität für die Spiegelsteuerung zu erzeugen. Und ich kann dann viel Licht einsammeln, um dieses dunkle Objekt noch beobachten zu können. Ground Layer Adaptive Optics ist ein weiteres System. Hier wird ein größerer Blickwinkel im Durchschnitt korrigiert. Das heißt, ich erreiche eine akzeptable Bildqualität über einen größeren Beobachtungswinkel. Das letzte System, MCAO, Multiconjugate Adaptive Optics, steuert mehrere Spiegel, um ähnlich wie beim GLAO-System über ein größeres Beobachtungsfeld eine gute Bildqualität zu erhalten. Wir in Linz dürfen sowohl bei SCAO als auch bei MCAO-Systemen mitarbeiten, konkret bei METIS und MIKADO für die SCAO-Wellenfrontkorrektur und die Berechnung der Spiegelkorrekturen, als auch bei den MCAO-Systemen MIKADO und MORPHEO, wo wir sowohl die Spiegelsteuerung als auch die PSF-Reconstruction, das ist eine Möglichkeit, die Bildqualität abzuschätzen aus den wissenschaftlichen Daten, wo wir bei beiden beitragen. Ganz herzlichen Dank, Andreas, für diese instruktive und besonders interessante Präsentation der adaptiven Optik. Ohne die Instrumente des ILT nicht das wert wären, was sie sind. Diese Instrumente sind gigantisch groß, fast so groß wie Einfamilienhäuser, und es wird eine ganze Vielfalt an Instrumenten geben. Warum brauchen wir unterschiedliche Instrumente am Teleskop? Ja, weil die Wissenschaft vielfältig ist. Wir wollen verschiedene Dinge am Himmel beobachten in der Wissenschaft, und dafür braucht man unterschiedliche Instrumente, unterschiedliche Aufnahmemoden, und das werden wir noch ganz kurz am Schluss besprechen im Bereich der Wissenschaft. Schon am Anfang kurz erwähnt, die Observatorien werden oder das
Teleskop wird betrieben, gemeinsam mit dem VLT, mit dem Very Large Teleskop, das wir hier sehen, die 4-8 Meter Spiegelteleskope, die schon seit dem Jahr 2000 auf Cerro Paranal in Betrieb sind. Dort gibt es nicht nur die Teleskope, dort gibt es auch natürlich das Hotel der Astronomen. Man muss ja neben der Wissenschaft auch leben und wohnen können. Und weil dort die Infrastruktur schon vorhanden ist, hat man sich auch entschlossen, dieses Riesenteleskop, das ILT, in greifbarer Nähe, also nicht mal 20 Kilometer entfernt, von Cerro Paranal zu bauen. Insofern sprechen wir in Zukunft von den sogenannten Cerro Paranal Amazonas Observatorien. Und klarerweise, wie wir schon gehört haben, blickt man durch so ein Teleskop nicht mehr durch. Diese Zeit ist schon seit Jahrzehnten, seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten vorbei, fast vielleicht 100 Jahre muss man eigentlich sagen, seitdem die Fotografie Einzug genommen hat in die Astronomie. Und das sind schon über 100 Jahre. Heutzutage natürlich alles digital und die Instrumente und die Teleskope werden gesteuert vom Kontrollraum aus, wo heute schon das VLT gesteuert wird. Es wird dann auch in Zukunft, zumindest am Anfang, auch das ILT gesteuert werden. Wie schon besprochen, das Teleskop, die Technologie, faszinierend, was wir heutzutage hier schon erreichen können. Aber wofür benutzen wir es? Es ist natürlich die Wissenschaft der Astronomie, der Astrophysik, die uns die Aufgaben stellt. Und die Aufgaben, die Themen, mit denen wir den Himmel beobachten, sind vielfältig. Die sind vom Sonnensystem über die Exoplaneten, Sterne, schwarze Löcher, Galaxien bis hin an die Grenzen unseres Universums. Wenn wir kurz mit dem Sonnensystem beginnen, sozusagen von zu Hause, da geht es unter anderem um kleine Objekte wie die Asteroiden und Kometen. Gleichzeitig aber auch die Monde der Planeten sind von großer Bedeutung und von großem Interesse, wie zum Beispiel die großen galileischen Jupitermonde. Aber auch Planetenatmosphären zu untersuchen. Auch für all das, wenn es relativ doch nah ist, wollen wir viel Licht bekommen, gute Auflösungen. Da hilft uns das ILT. Genauso wie wenn wir hinausblicken zu Planeten, die um andere Sonnen kreisen. Und wir wissen, dass wir schon über 5000 dieser Planeten entdeckt haben. In Wirklichkeit wird es wahrscheinlich ja Milliarden davon, selbst in unserer Milchstraße, geben. Und diese Suche nach Exoplaneten, nach erdähnlichen Planeten in sogenannten habitablen, also wohnbaren Zonen, das wird eines der Schwerpunktthemen des Teleskops sein. Eine zweite Erde unter Anführungszeichen zu suchen. Da brauchen wir hohe Abbildungsgenauigkeiten, da brauchen wir hohe Messgenauigkeiten in den sogenannten Radialgeschwindigkeiten. Wir wollen die Atmosphären charakterisieren, wir wollen aber auch genauere Entwicklungsstadien, sogenannte protoplanetare Scheiben, junge Sternsysteme oder junge Planetensysteme untersuchen. Aber auch die Sterne selbst sind natürlich ein Thema. Mehr über Geburt, Leben und Tod der Sterne zu erfahren, über ihr Alter in unserer Galaxie und auch generell Sternentstehung im Universum. Also das wäre, wenn man so will, das klassische Thema der stellaren Astrophysik, aber erweitert nicht nur auf unsere Milchstraße, sondern auch dann auf andere Galaxien. Ein Hot Topic immer schon und wird auch in Zukunft sein, das Thema schwarze Löcher. Ein Bild hier der sogenannten EHD-Kollaboration zum schwarzen Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Das ist zwar ein Bild nicht im sichtbaren Bereich, sondern im Submillimeterbereich, also im radioastronomischen Bereich. Aber diese schwarzen Löcher, seien sie im Zentrum unserer Galaxis oder seien sie in den Zentren anderer Galaxien, sind natürlich extrem spannende Objekte. Mit dem ILT wird man auch hier mit großer Wahrscheinlichkeit große Fortschritte erreichen. Und Galaxien und schwarze Löcher, ja, das geht auch an
ineinander oder Hand in Hand, weil wir eben heute wissen, dass in so gut wie allen Galaxien im Zentrum so ein Angelpunkt liegt, eben diese schwarzen Löcher. Und daher sind Galaxien an sich selbst schon von unserer eigene, aber auch natürlich Galaxien in unserer Umgebung und auch weiter hinaus die Entwicklung und Bildung ein großes Thema, die Sternentwicklung in den Galaxien selbst. Wenn wir mit dem ELT wirklich einzelne Sterne in den Galaxien im Detail messen können und beobachten können und auch das sogenannte intergalaktische Medium, also Gas und Staub, das sich hier zwischen den Sternen befindet, analysieren können. Und das nicht nur in unserer Milchstraße, sondern auch in anderen Galaxien. Ja, wir kommen schon langsam an den Rand des Universums und da ist natürlich ein großes Thema und auch ein Hot Topic, die Kosmologie und das Thema der dunklen Materie und auch der dunklen Energie. Also diese Ausdehnung des Kosmos, die wir schon seit über 20 Jahren wissen, dass die ja jetzt beschleunigt passiert, aber nicht genau wissen, was diese dunkle Energie und diese dunkle Materie genau sind. Und auch da wird das Teleskop oder hoffen wir uns, dass dieses Teleskop uns mehr verrät und das Standardmodell des Universums überprüft bzw. hier uns neue Erkenntnisse bringt. Last but not least ist es natürlich auch so, dass das Große mit dem Kleinen einhergeht und wir wissen, dass also die fundamentale Physik und die Kosmologie Geschwister sind. Und deswegen ist es also auch hier möglicher, das Standardmodell der Elementarteilchen, fundamentale Konstanten der Physik, ihre Variation, beziehungsweise auch hier Materiezustände kurz nach dem Urknall in genauen Messungen zu überprüfen und zu vergleichen mit Experimenten, die beispielsweise am CERN, am Europäischen Elementarteilchenphysikzentrum gewonnen werden. Ja, und last but not least ist es immer auch so, dass wenn man so ein großes Teleskop baut, dass es zu unerwarteten Entdeckungen kommen wird und die werden vermutlich sehr überraschend uns treffen. Und das ist, wie gesagt, besonders spannend, wenn man etwas beobachtet, aber am Schluss etwas ganz anderes entdeckt. Und somit möchte ich unseren kleinen Webcast über dieses ELT abschließen, das in den nächsten Jahren noch im Bau ist, aber am Ende dieser Dekade beginnen wird, in neue Bereiche der Astronomie vorzustreiten. In diesem Sinne alles Gute und bis zum nächsten Mal.